Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich habe einige Adventskalender ausgepackt und da werden wir uns jetzt ein bisschen wieder was von ins Gesicht geben. Und deswegen habe ich jetzt auch schon wieder ein komplettes Fullface zusammen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Sowohl die Produkte als auch Adventskalender, die es noch irgendwie gibt, habe ich euch mal in der Infobox verlinkt. Und ich starte mal, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, woher ich jetzt die Produkte habe. Falls ihr euch irgendwie erinnern könnt, woher die Produkte kommen, gut, hier ist es einfach wahrscheinlich aus dem By Terry Adventskalender, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Vielleicht finden wir da noch irgendwie eine Möglichkeit, das Ganze irgendwie zusammenzubringen. Hier habe ich das Brightening CC Serum Glowing Base in der Farbe White Rose und hier sind, drei, Apricot Glow ist die Farbe. Okay, 10 Milliliter sind hier drin und das werde ich jetzt einfach mal als Glowy Poey Primer verwenden. Und es ist ja auch immer fein und nett, wenn man halt die ganzen Produkte in den Adventskalendern drin hat. Aber die Frage ist natürlich immer, taugen die auch was? Und ne, ist das nur irgendwie lagerleer gefegt oder sind das Produkte, die auch wirklich einen schönen Effekt ins Gesicht bringen? Dieses Produkt hier verwenden manche auch einfach so als Foundation-Ersatz. Ich sehe es direkt, ich kann es nicht einfach so als Foundation-Ersatz verwenden, weil mir das einfach jetzt gerade aktuell ein bisschen zu wenig Deckkraft gibt. Das fühlt sich relativ ölig auf der Haut an, also du hast ja schon eine gewisse Pflegewirkung und, das muss man mögen, es riecht sehr stark nach Rose, so wie alle Produkte von By Terry auch. Es zieht aber super schnell weg, also das kann man nicht anders sagen. Ich gebe mir jetzt einen dritten Pumper auf und den setze ich mir hier mal an den Hals, ne? Verträgt sich aber super mit meiner Gesichtspflege und auch mit meiner Sonnencreme. Also das muss man dem Produkt definitiv lassen. Es gibt ein Glow auf jeden Fall. Auch so ein bisschen goldig. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie ja ganz heller Glow oder so. Ich habe es auch auf den Fingern. Das heißt, da sieht man es dann auch noch mal ein bisschen intensiver, weil die Finger ein bisschen mehr Struktur haben. Und ich mag den sehr gerne. Also das gefällt mir von der Optik her als Primer auf jeden Fall. Ich würde es auch solo tragen, aber nicht als Foundation-Ersatz. Das ist jetzt ein bisschen witzig. Ich wusste nicht, als ich den Code dafür bekommen habe, dass es eigentlich ein Code aus dem Adventskalender ist. Es wird irgendwie aus dem Lena Gerke Adventskalender gewesen. Von Und Gretel ist das nämlich die Lead Foundation, die ich mir in der hellsten Nuance geholt habe, und zwar Porcelain Rose. Einige meiner Kolleginnen haben das ebenfalls getan und haben diese Foundation auch als sehr gelb und sehr hell auf der Haut empfunden. Ich bin mal gespannt. Ich bin ja auch wirklich jemand so, rosa und ne, das Ganze, das geht auf jeden Fall klar. Also die sieht sehr, sehr, sehr rosa aus. Oder aprikomäßig, wie der Name ja schon sagt. Relativ flüssig. Teile ich mir direkt hier mit dem Schwämmchen von Linda Hallberg, oder? Mache ich das mit einem Pinsel auch noch vorher? Nein, ich mache es mit dem Schwämmchen. Oha, dadurch mache ich natürlich eine recht leichte Deckkraft, ne? Ich verstehe, was meine Kolleginnen so hatten, denn auf dem Gesicht ist es gar nicht mehr so wie auf dem Handswatch. Damit ist es jetzt sehr, sehr leicht gewesen. Ich möchte es aber mit einer etwas höheren Deckkraft haben, deswegen verwende ich hier einen Pinsel von Luvia. Kann ich mir das direkt aufs Gesicht geben? Mache jetzt erstmal hier so ein bisschen, das ist eben ja so rausgeschossen. Genau, dadurch erhöht man die Deckkraft nämlich ein bisschen mehr, ne? Es fühlt sich fast schon kühl an, wenn ich die Foundation so verteile. Das ist ganz spektakulär. Die verträgt sich nicht so gut mit dem Primer, glaube ich. Denn wenn ich die auftrage, trage ich die schon direkt wieder ab. Was ist das denn? Ich glaube, hier kann man das ganz gut sehen, was ich gerade meine. Das sieht sehr, sehr komisch aus. Auch hier, ne? So sollte eine Foundation normalerweise nicht mit der Haut sein. Also, gut, es kann natürlich sein, dadurch, dass der Primer ein bisschen öliger war und hier, glaube ich, kein Öl drin ist, dass die beiden Produkte nicht miteinander wollen, ne? Die ist halt komplett neu. Ich trage mir jetzt einfach auf beiden Seiten viel, hilft viel, noch eine Schicht auf. Und mal gucken. Und verteile mir das jetzt einfach mal durch Buffern und nicht durch Reiben. Vielleicht hilft das ja. Krass. Die zersetzt sich quasi direkt auf meinem Gesicht. Verrückt. Ich nehme jetzt wieder das Schwämmchen, um das Ganze einzuarbeiten. Ha, die verschwindet. Was ist das denn? Oh mein Gott. Nee. Einfach nee. Das sieht ganz schlimm aus. Also nee, ich glaube, aus der Entfernung sieht das schon furchtbar aus, aber aus der Nähe umso mehr. Also, ich meine, deutlicher kann man es kaum zeigen, ne? Das ist ja Wahnsinn. Hm? Hat jemand von euch die schon mal irgendwie vernünftig aufgetragen bekommen? Ich meine, so eine Foundation kostet 50 Tacken. Das ist ja unglaublich. Und sie dunkelt halt auch schon ziemlich nach, ne?
Oi, oi, oi. Okay, also die Foundation ist dann eher weniger was für mich. Ich nehme die mal runter und mache eine andere Foundation über diesen Primer. Mit dem Nabla Skin Realist im Gesicht geht's jetzt weiter. Da habe ich, ich glaube, aus dem NYX Adventskalender den HD Studio Photogenic Concealer in der Farbe CW02. Oh, die Farbe sieht gut aus. Oder ist der aus Versehen hier drin gelandet? Hatten die wirklich einen Concealer im Adventskalender? Das wage ich nämlich gerade irgendwie stark zu bezweifeln. Kann auch sein, dass er einfach irgendwie in meine Schublade gefallen ist. Ich finde diesen Schwamm übrigens super witzig, weil diese Spitze da vorne dran ist irgendwie so flexibel und so gefühlt unkontrollierbar, aber doch irgendwie total präzise. Also es ist irgendwie ein eigenartiges Gefühl damit, seine Produkte einzuarbeiten, aber ich mag den. Ich habe ein Herz für diesen Schwamm. Genau, ja, diesen Concealer verwende ich dann jetzt auch, um so ein paar Rötung und Pickelmale und keine Ahnung, ich mache aus mir einfach mal das Anti-Sams. Und wer jetzt nicht weiß, was das Sams ist, pausiert sofort dieses Video und googelt das mal. Es ist eine ganz tolle Geschichte mit Wunschpunkten und so. Naja, aus dem Linda Hallberg LH Cosmetics Adventskalender habe ich hier Till the End, den Eyeshadow Primer. Das ist dieser wunderschöne Tuben-Dude. Und ja, der ist natürlich noch neu. Okay, der kommt wirklich dann auch so cremig weiß raus. Den gebe ich mir auf meine Augenlider. Sehr silikonig, sehr schwammig auch so ein bisschen. Also schwammig im Sinne von, das bewegt sich, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie drauf machen, fertig ist die Laube. Wenn man das nämlich jetzt so einarbeitet, dann ist er safe. Aber jetzt am Anfang war es sehr merkwürdig vom Feeling her. Aber wenn man das so eintapert, dann hält das auch und dann trocknet das auch. Du hast jetzt aber keine klebrige Base oder so. Also das ist dann schon getrocknet. Genau, auf der Seite ist es jetzt schon pudrig. Ist ein bisschen wie ein Silikonprimer. Silikonprimer auf dem Augenlid. Ganz merkwürdig. Okay, mal gucken, wie das dann auch so jetzt noch weiterhin hinhaut. Ich habe jetzt auch noch weitere Cream-Produkte, beziehungsweise ein weiteres Cream-Produkt. Und zwar ist es von Fenty Beauty, der Cream Blush in der Farbe Cheeks Out 02 Petal Poppin. Da sind 3 Gramm drin enthalten. Ich meine, dass es nur Originalgröße ist. Und ich meine auch, dass der im Sephora Mega Krass Adventskalender drin war. Ich nehme, ja, den hatten wir auch, genau. Ich nehme jetzt hier meinen Foundation Buffer. Nehme mir damit einfach mal ein bisschen Produkt auf. Ja, den kann ich auch direkt auftragen. Das ist jetzt nicht zu wild, ne? Ich habe hier auch ein kleines Spiegelchen drin. Das heißt, ich kann mich dann auch aus der Nähe beobachten. Und habe hier meinen großen Spiegel. Jo, lässt sich schön auftragen, ist aber wirklich super, 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 super dezent. Also wenn man einen starken Blush will, ist man damit, glaube ich, besser unterwegs, wenn man den über seinem Puder aufträgt. Aber das ist nun mal nicht so meine Welt, ne? Ich gebe halt erst alle cremigen Texturen auf und dann kommt das Puder und dann kommen die pudrigen Texturen. Ja, ist aber ein sehr dezentes Schätzelein. Also da hast du ein bisschen was von. Rödel hier mal ein bisschen mehr drin rum. Eskaliere mit dem Pinsel nahezu. Okay, dann hast du auch mehr. Oh, wow. Oh, wow. Dann hast du nicht mehr dezent. Nein. Mal gucken, wie das wird, wenn ich das ausblende. Ich muss mir vollkommen widersprechen. Entschuldigung, Leute. Okay, ja, wenn man eskaliert und sich da ein bisschen mehr von aufgibt, dann kann man den auch gut intensiv tragen. Feier ich, okay. Ich nehme mal ein Schwämmchen und versuche dieses Konstrukt hier etwas abzuschwächen. Okay, das Schwämmchen rettet das Ganze ein bisschen. Aber man sieht schon sehr, sehr frisch damit aus. Da brauche ich noch ein bisschen mehr, weil das soll ja schon noch irgendwie halbwegs symmetrisch aussehen. Ist immer schön, wenn man dann die Produkte ausprobiert und erst denkt, ach Mensch, und fast schon drüber nachdenkt, das Ding dann auch gar nicht zu behalten. Dann skaliert man und denkt sich, oh, ups. Ich find's gut. Also ich find's wirklich klasse. Und ich mag den Blush jetzt auch. Also dadurch, dass man ihn jetzt auch einfach sieht, ne? Gut. Dann habe ich von Dr. Hauschka ein Produkt, das Color Correcting Powder in der Farbe 01. Das ist dieses Produkt. Und das kommt hier in vielen verschiedenen Farben raus. Finde ich sehr, sehr interessant. Ich hoffe, dass es nicht zu dunkel wird. Und dann nehme ich mal von Yax Beauty Line diesen Pinsel, der eigentlich eher für Blush ist, denke ich mal. Genau, und roll da einmal drin rum.
Oha, da musst du wirklich, weil jetzt habe ich ja quasi ganz viel Pink und so, ne? Mal gucken. Ich glaube, ich brauche einen größeren Pinsel. Also man kann das Puder besser dippen, als dass man halt darin rumrührt. Und dann einfach mutig auftragen und verteilen. Also du kriegst jetzt kein lila Gesicht dadurch. Das ist schon mal sehr positiv. Das ist, als hätte ich gar nichts auf dem Gesicht. Vom Feeling her ganz verrückt. Also wenn das nicht so viel Kickback geben würde, also ne, wenn ich einfach so auch darin rumrühren könnte, wäre das für mich mega. Also da würde ich mich hart also dran austoben und das Ding leer kriegen und hast du nicht gesehen. Und so muss ich halt ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, weil du musst halt so rein dippen. Wenn ich rühre, habe ich halt zu viel Kickback. Das ein bisschen in den Pinsel einarbeiten und dann auftragen. Ah, das funktioniert. Also hätte ich nicht gedacht, dass so ein buntes und eigentlich relativ dunkel aussehendes Puder auf meinem Gesicht so wird. Das finde ich sehr positiv. Also mit so einem Puder siehst du natürlich auch den Blush noch sehr intensiv durchkommen. Und das ist nicht totmatt. Also ich habe hier immer noch Glow, der sowohl durch den Primer, denke ich mal, durchkommt, als auch dadurch, dass der das Puder ihn lässt. Ne? Also finde ich sehr schön. So, Bronzer habe ich hier von Natasha Denona, Bronze and Glow. Dieses Duo, Blush und Glow Glow Extreme. Wow, ich sollte mal hier eine Brille absetzen, ne? Ich werde jetzt erstmal den Bronzer hier verwenden. Da gehe ich jetzt aber mit dem Pinsel von Yax Beauty Line rein. Der kommt auch aus dem Adventskalender von Yax Beauty Line. Und gebe mir jetzt erstmal ein bisschen was auf den Pinsel. Da kommt ganz gut Produkt drauf, ne? Also ich würde jetzt nicht sagen so, da sieht man, dass es Natasha Denona ist, ne? Also das leider nicht. Also hier auf der Stirn, klar, da sehe ich den, aber hier sehe ich ihn jetzt so nicht wirklich, ne? Also vielleicht sieht man den dann in der Kamera, aber jetzt so im Spiegel sehe ich da nicht allzu viel von. Ich hatte eigentlich vor, noch einen Blush aufzutragen, aber ich glaube, ich habe eigentlich schon genug. Egal, ich gebe mir noch einen Blush gleich drüber. Vorher gibt es hier aber auch noch ein bisschen was von dem Highlighter. Wow, ja, der ist sehr glitzernd, ne? Das ist schon intensiv, also da musst du wirklich dieses Glitzernde mögen. Das ist ja blöd, ehrlich gesagt. Also ich hätte ja vieles gedacht, aber nicht, dass ich dieses Duo von Natasha Denona sehr wahrscheinlich nicht behalten werde. Finde ich krass, weil der Highlighter, nee, das ist gar nicht meins. Ich mag ja eher so diesen nassen Glow und der Bronzer ist mir halt zu, ob ich den jetzt benutze oder peng, ne? Deswegen, also ja, nö, das ist jetzt nicht so geil gelaufen. Aus dem Revolution Adventskalender habe ich hier diesen hier, das Blush Quad. Und das gebe ich mir jetzt einfach drüber, auch wenn ich eigentlich schon gut Blush drauf habe. Ergänzt das ganz gut, aber hätte ich jetzt eigentlich nicht so unbedingt gebraucht, ne? Das ist jetzt eher so ein On-Top-Gimmick, aber hätte nicht sein müssen. Ja, aber die Blushes von Revolution sind ja per se eigentlich eine schöne Sache. Ne? Da kann man sich nicht beschweren. Man sieht sie auch ganz gut. Also ich habe jetzt ordentlich Blush im Gesicht. Als nächstes verwende ich ein Augenbrauenprodukt aus dem LH Cosmetics Adventskalender. Infinity Brow Pen. Und ich habe hier die Farbe Taupe. Das dürfte auch vollkommen meine Farbe sein. Also es war ja echt so ein Adventskalender mit super, super vielen Augenbrauenprodukten in den verschiedensten Farben. Das war schon eskalativ. Also für einen Taupe ist das relativ, wie soll ich das sagen, wenig kühl. Ne? Ich würde jetzt nicht warm sagen, weil das ist es eigentlich nicht. Aber hätte ich nicht gedacht, dass dieser Taupe-Ton so aussieht. Aber für mich eigentlich relativ passend. Ja, schief ist modern. Die Augenbrauen würde ich jetzt so einfach mal lassen. Ja, finde ich gut von der Farbe her. Kann ich mir vorstellen, auch weiter noch schön zu verwenden. Und ich mag das. Dann habe ich aus dem Essen des Adventskalender das Brow Fixing Gel mit ganzen 4 Millilitern. Und ich würde mich hart freuen, wenn das auch ein Augenbrauengel ist. Entweder wie aus dem Standardsortiment, wobei da wäre es dann wahrscheinlich auch ein bisschen soft, aber wenn die vielleicht so ein bisschen die Textur von dem mit Merve oder so genommen hätten, das würde ich hart feiern. Mal gucken. Wir haben hier auf jeden Fall einen mini kleinen Spoolie-Applikator und damit gehe ich jetzt einfach durch meine Augenbrauen durch. Und ich würde sagen, das ist wirklich eher wie aus dem Standardsortiment, weil das sehr sanft jetzt auch auf meine Augenbrauen draufkommt und nicht so. Ne? Also man merkt ja von der Textur her schon, dass es jetzt nicht so super gelig ist, sondern eher flüssiger unterwegs ist. Nun ja, ja, somit habe ich meine Augenbrauen komplettiert. Und jetzt kommen wir zu der Lidschattenpalette. Beziehungsweise ich habe mir 2 ausgesucht, die ich jetzt auch verwenden werde. Aber erstmal möchte ich hier mit der Bella Pierre Cosmetics Ultimate Nude Eyeshadow Palette, die glaube ich in dem Glossybox Adventskalender drin war, einen relativ neutralen Look schminken als Basis.
Wobei die auch echt abgehen könnte, ne? Weil ich habe hier die von Kiko auch noch, mit der ich eskalieren könnte. Nee, ich glaube, die Bella Pierre Cosmetics Palette lasse ich für sich sprechen. Und so langweilig und neutral sie vielleicht auf den ersten Blick erscheinen würde, so bunt sieht sie eigentlich aus, wenn man sie näher anschaut, ne? Weil wir haben hier lila Töne mit da drin, auch so ein bisschen was in die grünliche Richtung hier unten, etwas bläuliches, rot haben wir am Start. Also es ist eine Alltagspalette mit dem gewissen Extra vielleicht. Die Töne haben alle keine Namen, deswegen nehme ich einfach mal diesen für mich eigentlich eher Taubton. Das ist nicht das, was ich auf meinen Augenbrauen, egal. Setze ich mir mal hier so in die Lidfalte rein. Sehr, sehr schön. Also lässt sich wirklich schön auftragen, schön einarbeiten, schön ausblenden. Ich finde, das sieht einfach, upsala, hübsch aus. Da einfach ein heller Schimmerton und dann hast du einen Alltagslook. Und jetzt verwende ich für außen diesen dunklen Braunton hier. So ein schönes Schokobraun. Einfach, wow, intensiv. Das finde ich richtig gut, Leute, ganz ehrlich. Zack, zack, ein bisschen in die Lidfalte blenden. Nice. So was hat man doch gerne im Adventskalender. Auf mein normales, bewegliches Augenlid gebe ich mir diesen leichten Lila-Ton. Ich glaube, diesen Lila-Ton setze ich mir auch direkt mal an den unteren Wimpernkranz. Dann hat man da auch eine gewisse Harmonie. Und außen gebe ich mir dann auch nochmal den dunkelbraunen Ton auf, um das Auge optisch etwas zu öffnen. So kann man das machen. Das ging also wirklich sehr, sehr einfach und das funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe jetzt nicht irgendwie bislang, ne, aber ich habe jetzt auch nur die matten Töne aufgetragen, kein Fallout oder sowas. Also so gefällt mir das schon mal einfach gut. Kannst du nicht anders sagen. Jetzt möchte ich gerne aber wirklich zu den Schimmertönen kommen. Und da haben wir ja auch so aufregende hier mit bei, ne? Auch so Duochrome fast schon. Also die beiden finde ich ja richtig, richtig abgefahren. Also den hier vor allem. Brauche aber eine klebrige Base. Mein Glitterglow ist leider aufgebraucht. Das heißt, ich nehme mir was ganz, ganz bisschen. Nehme ich den Concealer oder nehme ich den Lidschattenprimer? Ich glaube, ich nehme den Lidschattenprimer, ja. Und trage mir das auch ein ganz kleines bisschen jetzt auf mein... Wobei, da haben wir eben gemerkt, dass es ja nicht eine klebrige Base gibt. Ich nehme den Concealer und mache mir damit dann ja eine Mini-Cut-Crease. Ist es dann ja mehr oder weniger. Ich nehme mir jetzt dieses Lila, was ich euch eben schon geswatcht habe, ne? Also diesen Ton. Und setze mir den hier so drauf, in der Hoffnung, dass es hinhaut. Weil das ist eigentlich tatsächlich, das sehe ich auch jetzt umso mehr auf dem Lid, eher ein Topper-Ton. Also der ist eigentlich nicht dafür gedacht, um ihn solo aufzutragen. Eigentlich hätte ich den wirklich nur so über meinen matten Lila-Look, den ich ja schon drauf hatte, drüber geben sollen, weil der hat hier keine eigene super krasse Base. Ich habe den jetzt auf meinem Auge gemischt mit einem anderen Schimmerton, und zwar mit diesem hier. Der ist nämlich kein Topper, das ist so ein sehr, sehr weicher, der auch eine eigene Base quasi mit drin hat, ne? Und den hatte ich mir dann so ein bisschen noch drüber gegeben und dann auch ein bisschen von dem Topper noch drüber. Und das zusammen sieht so aus, wie ich ihn eigentlich haben wollte, aber ich wollte ihn eigentlich noch strahlender haben. Und weil ich ein bisschen Krawumm haben möchte, gebe ich mir dann quasi in mein inneres Drittel diesen Ton. Der ist nämlich etwas schimmernder als dieser Ton hier oben, ne? Und deswegen setze ich mir den jetzt auf. Zum einen hier in den Innen Part, der noch so ein bisschen frei war. Ich mag das ja ganz gerne, wenn dadurch das Auge ein bisschen optisch geöffnet wird. Und auch in meinen Innenwinkel setze ich mir den rein. Also das ist jetzt nicht so der Wawawoom-Look, wie ich ihn mir gewünscht hätte, aber ich finde es definitiv solide. Von den matten Tönen her mag ich die Palette sehr, sehr gerne leiden. Die Schimmertöne lassen wirklich ein paar Wünsche offen, aber die matten Töne gefallen mir. Also ich glaube, als Alltagspalette kann die ganz gut funktionieren. Weiter geht es mit einem Eyeliner von Rare Beauty. Perfect Strokes Matte Liquid Liner. Das ist diese Full Size, die auch in einem, ich denke, Sephora Adventskalender mit drin war. Und hier haben wir auch einen Pinsel-Eyeliner. Finde ich sehr, sehr charmant. Also das ist die Art und Weise von Eyelinern, die ich persönlich am liebsten mag. Wobei der hier sehr wuchtig aussieht, ne? Mal gucken. Aber damit kannst du sehr präzise malen. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Da kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, warum Contra Junkie den so sehr feiert. Also wirklich ein toller Eyeliner. Ich bin jetzt ein bisschen zu tief gerutscht. Das hätte ich jetzt ein bisschen mehr nach oben ziehen können. Aber ein wirklich wundervoller Eyeliner. Als nächstes verwende ich ein Setting Spray. Das ist hier von Benefit The Professional Super Setter. Ich glaube, das war im Glossy Box Adventskalender oder im Benefit Adventskalender drin.
ein super feines, super angenehmes Setting Spray, was auch wirklich guten Halt gibt. Ne? Und es gibt auch ein schönes dewy Finish, wobei das habe ich so oder so durch die Produkte im Gesicht schon. Und an manchen Stellen verteile ich das jetzt noch ein bisschen, biege mir meine Wimpern wie üblich. Und dann kommen wir zu der Mascara von Sweet. Ich glaube, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, dass die im Goodiebox Adventskalender drin war. Weiß ich jetzt aber gerade nicht. Wie gesagt, wenn ihr das noch wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Die schaut so aus, oder Cult Beauty. Die hat ein tannenbaumförmiges Gummibürstchen, sehr, sehr fein. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Leute, die Cloud Mascara von Sweet hat was drauf. Das gefällt mir. Oh, ich bin so erleichtert, Leute. Ganz ehrlich. gefällt mir. Also ich glaube auch, dass sie vielen anderen gefallen wird, weil die gibt Länge, die trennt auch, die gibt aber trotzdem Volumen, aber nicht zu viel. Also es sieht nicht zu wild irgendwie aus. Ne? Ich mag es auch, wenn, wie bei der Nabla Vicious, die Wimpern auch ein bisschen kompakter aussehen, in Anführungsstrichen, aber halt trotzdem dann ja auch noch Länge und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Aber die hier gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Das hat auch gut und einfach funktioniert. Schöne Sache. Und jetzt kommen wir zu den Lippen. Da können wir uns natürlich jetzt ein bisschen austoben. Ich glaube, aus dem Charlotte Tilbury Adventskalender habe ich den Lip Cheat Reshape and Resize Lip Liner in der Farbe Hot Gossip. Und den trage ich mir jetzt mal auf. Ist einfach so ein Lip Liner, den man anspitzen kann. Und die Farbe finde ich wirklich schön. Das ist so ein ganz entspanntes, zurückhaltendes Braun. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Das kannst du dir auch komplett auf die Lippe geben und dann solo tragen oder Lipgloss drüber, je nachdem. Ich habe aber durch die Adventskalender hier sehr viel Auswahl an Lippenprodukten. In der Farbe Glowing Gen habe ich hier nämlich auch noch von Charlotte Tilbury diesen Fancy Lippenstift. Und der kommt jetzt hier drüber. Ich denke, der ist ein bisschen rötlicher, nicht ganz so braun. Aber den setze ich mir da auch jetzt einfach mal hier so rein, ne? Mag ich gerne leiden. Also auch zum Augenlook ist es eine schöne Sache. Ne? Ich gucke mal eben kurz, wenn ich jetzt hier meinen Haarreifen abnehme. Ja, das sieht alles auch sehr harmonisch aus. Meine Haare nur nicht so ganz. ich gebe mir jetzt aber nochmal von Fenty diesen Fenty Heat in der Farbe Lemon Lava drüber. Einfach, weil ich mir gedacht habe, komm, so ein bisschen glowy, capoey kann ich mir definitiv noch mit auf die Lippe geben. Und auch das wunderschön. Also das ist eine Kombi. Dann hast du den Lippenstift natürlich nicht mehr so haltbar, ist klar. Aber es war ja eh nicht so ein super krass haltbarer Lippen irgendwas, ne? Also dass er jetzt irgendwie drauf gestanden hätte, ich bin jetzt ein kussechter Lippenstift. So, jetzt kommen wir zu etwas. Und zwar habe ich natürlich ja auch in Adventskalendern ein bisschen Parfum drin gehabt. Und auch das gebe ich mir dann jetzt noch zum krönenden Abschluss drauf, um das wirklich komplett zu haben. Kein Schmuck, läuft, ist alles unten. Ich habe noch wieder vergessen, das Ganze mit nach oben zu nehmen. Ich glaube, ich nehme hier das Tamin London Patiala Extrait de Parfum. Das wird natürlich jetzt sehr, sehr intensiv sein. Sehr, sehr schick. Okay. Ist ein Unisex-Duft. Hat eher was Herberes, finde ich. Sehr holzig. Also ich würde den Duft, glaube ich, eher an meinem Freund dann sehen als an mir. Ich bin ja eher so die süße, blumige, was Düfte angeht. Ne? Also ich habe ihn hier jetzt aufgesprüht und verteile den jetzt so ein bisschen. Ein bisschen was Vanilliges kommt oder was etwas Süßeres kommt mit, aber es ist nicht mein Duft, nee. Also da frage ich meinen Freund, ob er da Bock drauf hat. Ansonsten gebe ich den in der Familie weiter, weil also kein Duft, den ich jetzt so für mich persönlich tragen würde. So schaut das aus. Es ist wunderschön, ne? Also wirklich sehr hübsch, aber es ist nicht mein Duft. Ihr Lieben, das ist jetzt einfach mal mein drittes Full-Face-Adventskalender gewesen. Mal gucken, ob ich noch ein viertes hinkriege. Da muss ich noch ein bisschen stöbern. Und ja, wie findet ihr den Look? Wie findet ihr die Produkte? Und habt ihr die auch schon so in Kombi mal irgendwie verwendet? Oder habt ihr die Sachen aus euren Adventskalendern schon in Anwendung genommen? Dann schreibt das in die Kommentare, dass ihr da auch eure Reviews einfach mal austauscht. Ich glaube, die Produkte, die mich wirklich verlassen werden, ist, also ich glaube, ich weiß, die Foundation, das ist sehr gruselig, und dieses Blush, ach Quatsch, Bronze and Glow Duo, ne, weil da ist der Highlighter furchtbar und der Bronzer kaum sichtbar, dann brauche ich das auch nicht. Ansonsten sind die Produkte soweit so gut und gefallen mir auch wohl, also da werde ich auch meine Freude mit haben. Das Augenbrauen-Gel ist sehr dezent, das geht auch weiter, also da habe ich jetzt auch so nicht meine Freude mit, da habe ich andere von Essence, die mich glücklicher machen. Oder halt ganz regulär im Standardsortiment sind. Ansonsten, ja gut, das Parfum. Wobei jetzt, was ich jetzt rieche, riecht besser.
Ja, die Herznote, die jetzt rauskommt, die ist mehr so meins. Aber diese, wie nennt sich das, Kopfnote, das, was am Anfang da ist, ne, das fand ich gar nicht so geil. Nun, ihr Lieben, das ist jetzt einfach mal das Video gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.